Immer wieder begegneten ihnen andere Zugvögel, die jetzt in größerer Zahl unterwegs waren als im Frühjahr. Die Lappen kamen mit ihren Rentieren nun auch von den Bergen herab. Als die Wildgänse sie erblickten, flogen sie etwas tiefer und riefen ihnen zu: »Vielen Dank für den Sommer! Vielen Dank für den Sommer!« »Glückliche Reise und auf Wiedersehen im nächsten Jahr«, antworteten die Rentiere. Als die Bären die Wildgänse sahen, zeigten sie sie ihren Jungen und brummten: »Seht nur, die da oben haben Angst vor dem bisschen Kälte und trauen sich nicht, im Winter hier zu bleiben.« Aber die Wildgänse blieben ihnen die Antwort nicht schuldig und riefen ihren Jungen zu: »Seht nur, die da unten verschlafen lieber ein halbes Jahr, als sich in den Süden aufzumachen!« Unten in den Fichtenwäldern saßen frierend und zerzaust die jungen Auerhähne und sahen sehnsüchtig den großen Vogelschwärmen nach, die vergnügt und jubelnd gen Süden flogen. »Wann fliegen wir denn?« fragten sie die alten Auerhähne und Auerhühner. »Wann fliegen wir denn?« »Wir bleiben schön hier«, war die Antwort. »Wir bleiben hier.« Der Schatz auf der Schere. Seit die Wildgänse Lappland den Rücken gekehrt hatten, waren sie ständig südwärts geflogen. Doch hinter dem Fryksdal änderten sie die Richtung und flogen nun über das westliche Värmland und Dalsland auf Bohuslän zu. »Weißt du, Gänserich Martin«, sagte der Junge, während sie hoch oben daherflogen, »nach dieser aufregenden Reise wird es für uns beide sicher schrecklich langweilig sein, wenn wir den ganzen Winter zu Hause bleiben. Ich denke gerade darüber nach, ob wir nicht mit den Wildgänsen in den Süden fliegen sollen. Ich dachte, du wolltest nach Hause, zu Vater und Mutter, um ihnen zu zeigen, was für ein tüchtiger Junge du geworden bist«, entgegnete der Gänserich. Während des ganzen Sommers hatte der große Weiße von dem Augenblick geträumt, wo er sich stolz auf dem kleinen Hof von Holger Nilsson niederlassen und den Gänsen und Hühnern, Kühen und Katzen und Mutter Nilsson seine Daunen feien und die sechs Jungen zeigen würde.